Schön, dass du dabei bist und heute was für dich und deinen Körper tun möchtest. Ich bin Marie Kurich, ich bin Hebamme aus Waldkappel im Werra-Meißner-Kreis und ich möchte dir heute ein paar gezielte Übungen für deinen Beckenboden und deine schräge Bauchmuskulatur zeigen. Es ist sinnvoll, wenn dein Kind schon 8 Wochen alt ist oder bei einem Kaiserschnitt sogar 12 Wochen, sodass dein Körper auch stark genug ist für die folgenden Übungen. Vielleicht hat dir deine Hebamme auch schon mal den Aufbau vom Beckenboden erklärt und du hast die einzelnen Schichten vom Beckenboden schon mal kennengelernt. Oder du hast deinen Rückbildungskurs schon gestartet. Der wird auch von deiner Krankenkasse bezahlt und übernommen und von uns Hebammen angeboten. In einem Rückbildungskurs lernst du natürlich nochmal den Beckenboden intensiv kennen mit den einzelnen Schichten. Dir wird eine Vielzahl von Übungen gezeigt, wo du deine Körpermitte stärken kannst. Und du lernst etwas über beckenbodenschonendes Verhalten. Jetzt, wo dein Beckenboden noch weich ist nach der Geburt, ist es ganz wichtig, dass du den Beckenboden nicht überlastest. Und es wird auch darüber gesprochen, welche Sportarten sinnvoll sein können nach dem Rückbildungskurs, wenn du wieder etwas mehr machen möchtest, welche Sportarten man dann noch meiden sollte und welche eben unterstützen im ersten Lebensjahr von deinem Baby. Gut, wir fangen gleich an. Dieses Video kannst du nutzen, um zwischen den einzelnen Rückbildungsstunden auch zu Hause noch ein kleines Workout zu haben. Oder auch über den Rückbildungskurs hinaus, wenn du dann noch was machen möchtest. Gerne kannst du auch den BKK-YouTube-Kanal abonnieren und mir gerne auch ein Like für das Video dalassen. Wir starten auf der Matte. Du kommst am Anfang über die Seite in Rückenlage. Deine Beine sind hüftbreit aufgestellt. Du kannst die Hände neben dich auf die Matte legen und mit der nächsten Ausatmung kippst du dein Becken nach vorne, das Schambein zieht Richtung Nabel und der untere Rücken drückt sich auf die Matte, fast so, als würde dein Becken abheben wollen. Mit der Einatmung kippst du das Becken wieder zurück. Bei der nächsten Ausatmung kippst du dein Becken nach vorne, das Schambein zieht Richtung Nabel und bei der Einatmung kippt das Becken wieder zurück. Bei der nächsten Ausatmung kippt das Becken vor und du spannst den Beckenboden an, ziehst die Öffnungen weit nach oben und beim Einatmen entspannst du den Beckenboden wieder. Beim Ausatmen Becken vorkippen, ganz weit nach oben ziehen, die einzelnen Beckenbodenschichten und beim Einatmen wieder lösen. Wenn du schon etwas Übung hast, kannst du auch die zweite Beckenbodenschicht mit hinzunehmen. Du ziehst die erste Schicht weit nach oben, so weit, bis sich automatisch deine Sitzbeinhöcker aufeinander zubewegen. Ausatmen, Anspannung, Becken kippt vor, einatmen, Spannung lösen. Das machst du in deinem eigenen Atemrhythmus. Noch ein paar Mal mehr. Und dann löst du die Spannung und zur nächsten Übung hebst du das Becken an, sodass Oberschenkel und Oberkörper eine Linie bilden. Richtig schön weit nach oben, das Becken sinkt nach unten ab, du berührst nur die Matte und kommst dann wieder nach oben. Noch 2 Wiederholungen.
beim nächsten Mal bleibt das Becken oben und du versuchst, das Becken gerade oben zu lassen und streckst das rechte Bein. Danach streckst du das linke Bein. Versuch stabil im Becken zu bleiben. Das Becken kippt nicht ab nach rechts oder links. Und du streckst dein Bein rechts und links. Und dann sinkt das Becken wieder ab. Stück für Stück, Wirbel für Wirbel kommst du tief und legst das Becken auf der Matte ab. Als nächstes kommt eine Übung für die schräge Bauchmuskulatur. Dafür hebst du die Beine an. Am besten ist es, wenn du etwas Bauchspannung aufbaust und deine Beine im rechten Winkel zum Oberkörper stehen und genauso Unterschenkel und Oberschenkel zueinander. Die Hände können rechts und links auf der Matte bleiben und du kippst die Beine zur linken Seite, berührst den Boden, kommst wieder hoch und kippst zur rechten Seite ab. Da muss schon die Bauchmuskulatur jetzt etwas mehr arbeiten. Da ist es wichtig, dass du immer die schräge Bauchmuskulatur beanspruchst und die gerade Bauchmuskulatur noch außen vor lässt. Noch einmal zu jeder Seite. Und dann kommst du zurück. Dann kommst du auf deine rechte Seite. Du kannst den Kopf entspannt in deiner Hand ablegen. Die Beine liegen angewinkelt übereinander und dann hebst du die Unterschenkel an. Mit der Ausatmung öffneten sich deine Knie und du drückst die Fersen aneinander. Dabei entsteht automatisch Beckenbodenspannung, das versuchst du bewusst zu verstärken und kippst das Becken nach vorne. Einatmen, lösen. Die Knie gehen aufeinander zu, die Unterschenkel bleiben aber in der Luft. Du atmest aus, die Fersen drücken gegeneinander und du spannst deinen Beckenboden an. Wird auch die Schmetterlingsübung genannt. Ganz effektiv. Und noch zweimal öffnest du die Knie. Und dann legst du die Beine wieder ab. Als nächstes kommen wir zur seitlichen Brücke. Dafür positionierst du deinen Ellenbogen unterhalb vom Schultergelenk. Und da gibt es zwei Varianten zu dieser Übung. Entweder du lässt das untere Bein angewinkelt und streckst das obere Bein. Oder wenn du es schon etwas anspruchsvoller möchtest, kannst du beide Füße nebeneinander positionieren. Ich fange mit der leichteren Variante an. Ihr hebt das Becken an und kommt mit dem Becken hoch und tief. Wir machen 6 Wiederholungen und absetzen. Jetzt zeige ich euch noch die anspruchsvollere Variante. Die Füße sind nebeneinander aufgestellt und ihr hebt das Becken an.
auch hier hoch und tief. So, wir kommen zur linken Seite und wiederholen das Ganze. Hier auch nochmal den Schmetterling, die Unterschenkel gehen nach oben. Du öffnest die Knie, Fersendruck aufbauen. Beckenboden anspannen. Bei der Einatmung schließen sich die Knie und bei der Ausatmung gehst du wieder in die Anspannung. Denk dran, das Becken auch mit nach vorne zu kippen. Die Unterschenkel bleiben in der Luft. Nur die Knie öffnen und schließen sich. Ausatmen, Anspannung. Einatmen, Anspannung lösen. Nun noch zwei Wiederholungen. Setzen. Auch hier die seitliche Brücke darf nicht fehlen. Positioniert euren Arm unterhalb vom Schultergelenk. Guckt, welche Variante für euch besser ist. Und dann kommt ihr mit dem Becken nach oben. 6 Wiederholungen. Und kurz absetzen und noch eine Runde. Und absetzen. Dreht euch in Bauchlage und stellt eure Unterarme auf. Die Füße stellt hier hinten auch auf. Ihr baut in eurer Körpermitte, Beckenboden und Bauchbereich Spannung auf. Und dann hebt ihr euren Körper insgesamt an, sodass ihr eine Linie bildet. Und hier bleibt ihr. 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. Das Ganze noch einmal hochkommen und hier versucht ihr jetzt das Becken zu drehen nach rechts und nach links, sodass eure schräge Bauchmuskulatur nochmal richtig arbeiten muss. Absetzen. Geschafft. Sehr gut. Als nächstes ist der Vierfüßler an der Reihe. Hier positioniert ihr die Hände unterhalb vom Schultergelenk und die Knie unterhalb vom Hüftgelenk. Die eine Variante ist, den rechten Arm zu strecken, ranzuziehen, den Rücken zu runden und den Arm wieder zu strecken. Wenn ihr noch ein bisschen mehr wollt, nehmt ihr das linke Bein mit hinzu, sodass der rechte Arm und das linke Bein in der Linie vom Oberkörper sind. Zieht Ellenbogen und Knie zueinander und streckt euch wieder. Zehn Wiederholungen. Sehr
Sehr gut. Und jetzt ist die andere Seite dran. Auch hier wieder Knie und Ellenbogen aufeinander zubewegen. Und Arm und Bein weit strecken. Wunderbar. Ihr dürft euch kurz entspannen, nehmt die Knie ein Stückchen auseinander, sodass sich eure Fußsohlen hinten berühren. Nehmt den Po zurück, schiebt die Arme weit nach vorne und lasst das Brustbein nach unten senken. Kurze Entspannung vom hektischen Alltag. Dann kommt ihr zurück und wir kommen in den Kniestand. Wenn euch das mit den Knien unangenehm ist, könnt ihr auch ein Kissen unterlegen. Die nächste Übung heißt Hula Hoop. Da bringen wir das Becken noch mal ein bisschen in Bewegung. Die rechte Beckenseite wird vorgeschoben und dann geht ihr mit einer wie ein Halbkreis nach hinten und die linke Beckenseite wird vorgeschoben. Immer im Wechsel. Beckenbewegung ist immer sehr vorteilhaft für den Beckenboden. Kommt richtig weit zurück. Und schiebt dann im Wechsel rechte Seite und linke Seite nach vorne. Eine Variante der Übung gibt es. Ihr setzt euch rechts neben eure Unterschenkel und im nächsten Moment kommt ihr mit Schwung nach oben und setzt euch auf die linke Seite. Ihr könnt die Arme mitnehmen zur Unterstützung. Super, jede Seite noch einmal. Wunderbar. Nochmal zum Beckenboden. Ihr könnt die Handflächen vor eurer Brust aufeinanderlegen. Mit der Ausatmung drückt ihr die Handflächen gegeneinander, kippt das Becken nach vorne und geht in die Beckenbodenspannung. In der Einatmung löst ihr die Spannung und das kann eine Unterstützung sein, wenn man eine gewisse Grundspannung im Körper hat, könnt ihr den Beckenboden besser und effektiver anspannen. In eurem Atemrhythmus geht ihr in der Ausatmung in die Beckenbodenspannung. Versucht beide Schichten zu aktivieren, den Beckenboden weit nach oben zu ziehen. Jeder noch einmal. Und dann lockert ihr eure Handgelenke.
Und das Ganze funktioniert auch mit Zug. Da könnt ihr die Hände über dem Kopf zusammennehmen und hakt die Daumen ineinander. Und dann zieht ihr die Daumen auseinander. Währenddessen atmet ihr aus, aktiviert euren Beckenboden. Bei der Einatmung löst ihr den Zug an den Daumen und auch eure Beckenbodenspannung. Ausatmen, Anspannung. Einatmen, lösen. Wunderbar. Noch zwei Wiederholungen. Lockert eure Hände nochmal. Und zum Schluss nehmen wir die Arme zusammen. In der Einatmung nach oben, in der Ausatmung lassen wir sie nach unten fallen. Ein letztes Mal. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir gerne ein Like da. Du kannst dich auch über meine Arbeit informieren unter hebamme-kurich.de. Alles Gute für dich!